Gehen wir wieder rein in die Admiral-Bundesliga in Österreich. Und da gibt es einige Überraschungen, zum Beispiel die Platzierung der Wiener Clubs. Die sind jetzt nicht ganz so brillant in die Liga gestartet. Marcel, wie siehst du das? Grüß Gott, Carsten. Ja, die beiden Wiener Clubs sind, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt hundertprozentig gut in die Saison gestartet. Aber ich möchte an der Stelle noch darauf verweisen, dass beide Clubs eben auch noch am Donnerstagabend die Chance haben, in der Conference League Qualifikation den Einzug in die Playoffs zu fixieren. Austria Wien das erste Spiel 2:1 bei Legia Warschau gewonnen. Rapid Wien musste sich zu Hause gegen Debrecen mit einem 0:0 begnügen. Und natürlich steht für beide Mannschaften diese europäische Wettbewerb ein Stück weit im Fokus. Klar ist aber auch, an diesem Wochenende sollten sie auch in der Liga mal wieder dreifach punkten. Ja, und dann kommen wir auch gleich zu deiner Auswertung, also zur Übersicht deiner letzten Tipps. 33% ist die Ausbeute. Ja. Sagst du noch mehr dazu? Nein. Gut, dann machen wir gleich weiter. Ihr seht sie eingeblendet, 2 von 6. Ja, Potenzial auf jeden Fall nach oben, Luft nach oben, war ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich werde mich bessern. Ja, und dafür zahlst du jetzt mal 15 Euro ins Phrasenschwein. Sand im Getriebe, das höre ich sehr gerne. Übrigens, auch bei Austria Wien haben wir gesagt, ist es noch nicht optimal gelaufen. 3 Punkte nur. Die spielen jetzt gegen Wolfsberg, die haben immerhin 2 Zähler mehr. Ganz genau. Wolfsberg ist noch ungeschlagen. Die haben 5 Punkte auf dem Konto. Ordentlich gestartet dementsprechend. Auch wenn man sich vielleicht im letzten Spiel ein Dreier erhofft hätte aus Wolfsberger Sicht. Trotzdem muss ich sagen, Wolfsberg kann zufrieden sein. Die Austria Wien hingegen noch nicht. Die haben erst 3 Punkte auf dem Konto, du hast es angesprochen. Aber wie gesagt, sie haben am Donnerstagabend noch dieses Conference League Spiel. An dieser Stelle sei noch erwähnt, wir zeichnen bereits am Mittwoch auf. Deswegen kann ich diese Conference League Spiele noch nicht mit berücksichtigen. Aber was ich berücksichtigen kann, dass sie zumindest wieder einen Torjäger in ihren eigenen Reihen haben. Also ein Nachfolger von Haris Tabakovic, der ja in seinem ersten Spiel für die Hertha im Pokal ebenfalls treffen konnte, der Neuzugang der Hertha. Und dieser neue Stürmer, der Nachfolger von Tabakovic, heißt Muharrem Huskovic. Ja, 20 Jahre eigene Jugend, der hat doppelt getroffen beim 2:1 Erfolg bei Legia Warschau. Und auf den ruhen jetzt natürlich die Hoffnung auch zu Hause gegen Wolfsberg. Und ich sage, es wird ein sehr torreiches Spiel geben. Über 2,5 zu einer Quote von 1,65. Blau-Weiß Linz hat das Derby in Linz 0:2 verloren, ist jetzt Gastgeber für Rapid, also Rapid Wien. Ja, jetzt habe ich Rapid Wien in den letzten beiden Sendungen schon ein bisschen mit Lob überschüttet, weil sie einfach gut in die Saison gestartet sind, 2 gute erste Saisonspiele hatten in der Bundesliga. Jetzt geht es schon wieder in die falsche Richtung. Ja, es droht schon wieder so ein bisschen zu kippen beim Team von Zoran Barisic. Die haben jetzt 0:0 gespielt gegen Debrecen im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation, haben 0:1 zu Hause verloren gegen Hartberg. Das darf natürlich als ambitioniertes Team nicht passieren. Und deswegen wird es auch, denke ich, eine schwierige Aufgabe in Linz, wenngleich man sagen muss, dass der Aufsteiger im neuen Stadion oder allgemein aktuell noch ein bisschen Lehrgeld zahlen muss. Die haben erst 1 Punkt aus 3 Spielen geholt, schon 7 Gegentreffer kassiert. Aber diesen 1 Punkt gab es, wie gesagt, zumindest zu Hause. Trotzdem sage ich, Rapid Wien wird dieses Auswärtsspiel in Linz nicht verlieren. Das Stadion übrigens direkt schön an der Donau gelegen, auf jeden Fall sehenswert. Und ich sage 1,60, x2 und über 1,5 Tore. Hartberg empfängt den, surprise, surprise, Tabellenführer RB Salzburg. Salzburg bislang in 4 Pflichtspielen, also in 3 Ligaspielen plus 1 Pokalspiel, noch ohne Gegentor, 4 Siege geholt. In der Liga haben sie ein Torverhältnis von 7:0. Allerdings ist momentan so ein bisschen die Personalsituation problematisch bei den Salzburgern, denn aktuell befinden sich rund 14 Spieler im Lazarett, ja, unter anderem auch diverse Abwehrspieler, Morgalla, der Neuzugang von 1860 München, hat sich verletzt, Omar Solé hat sich verletzt, dementsprechend ist aktuell Armadelic der einzige nominelle Außenverteidiger, den Salzburg noch zur Verfügung hat. Trotzdem agiert man eben auch unter dem neuen Trainer Gerhard Struber sehr stabil in der Defensive und es wird, denke ich, eine schwere Aufgabe in Hartberg, weil auch der Hartberg überraschend gut gestartet ist mit 5 Punkten aus 3 Spielen. Trotzdem darf man eben nicht vergessen, 12-mal gab es dieses Duell zwischen Hartberg und Salzburg, 11-mal hat Salzburg gewonnen, zudem gab es ein Unentschieden und das Torverhältnis nach diesen 12 Spielen steht bei 40:6 für Salzburg und deswegen auch diesmal eine hohe Quote, 2:12 Sieg Salzburg in Verbindung mit unter 4,5 Tor. Austria Lustenau spielt gegen Sturm Graz, den Tabellenzweiten, 7 Zähler.
Genau, Graz ebenfalls noch ohne Gegentor unterwegs. Und das ist insofern überraschend, als dass sie in der Champions League-Qualifikation 7 Gegentreffer kassiert haben in den beiden Spielen gegen Eindhoven. Also in die Königsklasse wird Sturm Graz nicht einziehen. Lustenau hat 2 Punkte auf dem Konto. Das einzige Heimspiel haben sie aber verloren gegen die Austria aus Wien. Und deswegen sage ich hier, es wird ein relativ enges Spiel mit Vorteilen für Sturm Graz. Aber unter 1,5 Tore fallen in der ersten Halbzeit. Und dafür gibt es eine Quote von 1,57. WSG Tirol, suboptimal gestartet, die treten an gegen den LASK. Ja, und der LASK ist endlich angekommen in dieser neuen Saison. Die waren ja auch nicht sonderlich gut gestartet, haben aber jetzt den ersten Sieg gelandet im Derby gegen Blau-Weiß Linz am letzten Spieltag. Haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto, also auch noch viel Potenzial nach oben. Aber jetzt treffen sie eben auf den Tabellenletzten, auf das Schlusslicht, auf Tirol. 3 Spiele, 3 Niederlagen, 7 Gegentore. Und deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg. Ich gehe mit der qualitativ besser besetzten Mannschaft, mit dem LASK. Und dafür gibt es eine Quote von 1,78. Und das letzte Spiel, Klagenfurt gegen Altach. Und Carsten, da tauchen wir noch mal ganz tief in die Materie ein. Was sagt dir Sinan Karweiner? Uiuiui, ja, es ist auf keinen Fall ein Berggipfel, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist traurig, denn der Junge war tatsächlich 2 Jahre beim SV Duisburg unter Vertrag, von 2019 bis 2021. Damals noch als junger Spieler, konnte den Durchbruch nicht wirklich schaffen in der deutschen dritten Liga, Ja, aber aber in ist doch nie Österreich. da aufgetaucht. Also der war doch nur mal Einwechselspieler und sonst nichts. Ja, aber Carsten, ich kenne auch alle Einwechselspieler von Borussia Dortmund. Aber gut. Ja, an der Stelle, er ist gut in die Saison gekommen, an den ersten beiden Spieltagen ein Tor erzielt, 2 Tore vorbereitet. Zuletzt hat er ausgesetzt beim 0:0 gegen Sturm Graz. Also er spielt bei der Austria aus Klagenfurt. Das vielleicht noch am Rande erwähnt. Wegen der Oberschenkelverhärtung hat er nicht gespielt beim 0:0 gegen Graz. Trotzdem muss man sagen, Klagenfurt 5 Punkte aus 3 Spielen, überraschend gut in die Saison gekommen. Und ja, Altach hat sich durch den 1:0-Erfolg in diesem ja, Spiel Pest gegen Cholera gegen die WSG Tirol mal ein bisschen von unten distanziert, haben 3 Punkte geholt durch diesen 1:0-Erfolg. Und trotzdem sage ich, dass Klagenfurt mit dem Duo Karweiner und Irving, die beide zusammen übrigens bei Türkgücü München gespielt haben, dieses Spiel ebenfalls gewinnen wird. Und deswegen 1,80 Sieg Austria Klagenfurt. Wunderbar, also das waren die beiden Piefkes zur österreichischen Liga, zur Admiral-Bundesliga. Hier ist die Übersicht zu den Tipps für den kommenden Spieltag. Und Marcel hat sich ja schon geäußert, er wird sich bessern, er wird sich steigern. Euch ein tolles Wochenende und wie ihr wisst, auch die Bundesliga und die zweite Liga finden bei uns ausreichend statt. Fertig.